Okay, ich brauche also nur noch Ihre Unterschrift und Sie können einziehen. Erweise dir die Ehre. Halt! 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 Ich bin so froh, dass ich es geschafft habe. Wir haben gerade einen großen Skandal vermieden. Was ist hier los? Nicole, ich habe dieses Haus gestern vermietet. Haben Sie meine E-Mail nicht gesehen heute Morgen? Ich habe in der Post nachgesehen und es gibt keine Reservierung. Ich bin Joan Stewart, die Inhaberin der Agentur. Es tut mir leid, was passiert ist. Hallo, Miss Stewart. Ja, wir werden uns zurückziehen für einen Moment. Wir sind gleich wieder da. Ist ja gut, okay. Wir werden eine Lösung finden. Du glaubst nicht, dass es daran liegt, dass wir... Lass uns abwarten, Schatz. Mach dir keine Sorgen, okay? Was zum Teufel machen Sie da? Wir unterzeichnen den Mietvertrag. Das ist kein Haus für Menschen wie Sie. Was macht das für einen Unterschied? Dies ist ein weißes Viertel, okay? Keine Ausnahmen. Ich will nicht, dass Sie die Immobilienwerte senken in der Nachbarschaft. Bei allem Respekt, Ma'am. Noch ein Wort. Und Sie sind gefeuert. Oh, was soll ich nur tun? Wir haben uns bereits auf alles geeinigt. Das ist einfach. Finden Sie etwas anderes für Sie. Es tut mir leid, Sie zerstören. Aber ich muss eine Besorgung machen. Ist alles in Ordnung? Es tut mir leid, Sir, aber dieses Haus wurde tatsächlich vermietet. Aber vor ein paar Minuten sollten wir noch unterzeichnen. Ich habe einen Fehler gemacht. Wissen Sie, ich bin neu hier und unerfahren. Und ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe den Status des Hauses nicht auf der Webseite überprüft. Wissen Sie, schon in Ordnung, okay? Wir werden einfach einen neuen Makler finden. Warten Sie, warten Sie. Wohin gehen Sie? Ich verstehe, dass Sie verärgert sind. Denn meine Praktikantin hat gerade ihren Traum zerstört, aber das wird Folgen haben. Nein, nein, bestrafen Sie sie nicht, das ist in Ordnung. Wie dem auch sei, jedenfalls freuen wir uns auf Ihren Besuch morgen. Nicole findet noch etwas Besseres für Sie. Ja, wir werden darüber nachdenken, okay? Okay. Los geht's. Einen schönen Tag noch. Und Sie haben einige Optionen bis morgen bereit für Sie. Wir brauchen dieses Geld. Wir müssen also das Geschäft abschließen. Zweitens. Drittens. Und? Wie finden Sie das? Ich habe versucht, die Besten auszuwählen. Sehen wir. Aber es sind die Standorte. Sie sind einfach zu weit vom Stadtzentrum entfernt. Das würde für uns nicht funktionieren. Ich verstehe das vollkommen, aber um ehrlich zu sein, es gibt gerade keine Optionen in der Innenstadt. Wirklich? Ich war erst heute Morgen auf Ihrer Website und da waren eine ganze Reihe von Optionen zur Verfügung. Und erinnern Sie sich an das Haus, das wir mieten wollten? Es ist immer noch als verfügbar gekennzeichnet auf der Website. Was haben Sie dazu zu sagen? Vielleicht wurde die Webseite nicht aktualisiert, das passiert manchmal. Schatz, ich glaube, du hast recht. Diese Agentur diskriminiert uns. Oh, was? Nein, nein, nein. Nein, nein, bitte, bitte. Lassen Sie es einfach, okay? Warum denken Sie so etwas? Bitte, setzen Sie sich. Bitte. Hören Sie, das ist eine große Erleichterung für uns. Meine Frau und ich dachten, dass diese Agentur irgendwie rassistisch wäre. Ja, es war in letzter Zeit ein ziemlich schlechtes Gefühl für uns. Das verstehe ich. Oh, Nicole, kommen Sie doch rein. Setzen Sie sich. Also, wie geht es mit dem Paar von gestern voran? Es hat alles geklappt. Sie mieten ein Haus am Rande der Stadt. Wirklich? Und Sie haben keinen Verdacht geschöpft? Nein, haben Sie nicht. Es hat Ihnen gefallen. Allerdings haben Sie sich beschwert, dass es ein bisschen weit weg war. Nun, das ist Ihr Problem.
Übrigens, ich habe den perfekten Kandidaten für dieses Haus gefunden. Haben Sie? Ja. Ein schwedischer Mann mit viel Geld. Mehr noch, er will es kaufen. Er ist also perfekt geeignet für diese Nachbarschaft. Ich denke, wir werden ihm das Haus morgen zeigen und das Geschäft abschließen. Toll, ich kümmere mich darum. Oh nein, 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 wir werden zusammengehen. Sie haben schon genug Fehler gemacht mit diesem Haus. Zum Glück habe ich rechtzeitig eingegriffen. Ja, danke. Oh, Kopf hoch. Ich werde Ihnen alles beibringen. Vielleicht werden Sie eines Tages etwas aus sich machen. Das ist ein tolles Haus. Gefällt mir wirklich sehr. Oh, das ist wunderbar. Wie ich schon sagte, ist der Preis verhandelbar. Sind Sie bereit, ein Angebot zu machen? Ja, aber es gibt noch eine Sache, die wir besprechen müssten. Ich bin bereit, jede Frage zu beantworten. Oh, wie sage ich das am besten? Ich würde gerne mehr über die Nachbarschaft erfahren. Die Menschen, die hier leben. Wer werden meine Nachbarn hier sein? Ich weiß genau, was Sie meinen. Ich arbeite jeden Tag so hart, um sicherzustellen, dass diese Nachbarschaft die prestigeträchtigste der Stadt bleibt. Hier lebt also niemand Verdächtiges. Alles ist sicher und bequem. Und niemand wohnt hier außer Einheimische, Europäer sozusagen. Genau das hoffte ich zu hören. Ich möchte dieses Haus nämlich nicht für mich kaufen. Oh. Es ist ein Geschenk für meinen Bruder. Er weiß noch nichts davon. Oh, das ist wunderbar. Ihr Bruder ist ein Glückspilz. Vielleicht können wir eine kleine Party schmeißen für ihn, als Bonus. Oh, das wäre genau, was ich mir vorstelle. Also, ich würde Ihnen gerne ein Angebot machen. Danke. Nun, Sie haben gute Arbeit geleistet, Nicole. Sie verdienen einen kleinen Bonus. Ich danke Ihnen. Wir werden bald anfangen, denn Sie sind fast da. Okay. Alle auf die Plätze. Okay? Ja, ich bin gleich hier. Überraschung! Das ist jetzt unser Haus? Bist du sicher, Bruder? Ich wette, sie ist es nicht. Ich glaube nicht, dass ihr das was ausmacht. Was ist dir los? Das ist mein Bruder. Ich wurde von seiner Familie adoptiert, als ich noch ein Baby war. Sie sehen überrascht aus. Ich denke, ist sie auch. Weil Miss Stewart definiert Menschen nach ihrer Hautfarbe. Oh. Dies ist das 21. Jahrhundert. Wie können Sie diese Ansichten haben? Nein, 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 es ist nicht so. Es ist nur... Sie sind nur was? Ein Rassist? Aber keine Sorge, wir werden Ihnen helfen, mit diesen Vorurteilen aufzuräumen. Sehen Sie, mein Bruder, er ist ein berühmter Journalist. Und er schreibt einen Artikel über Sie. Und jetzt hat er Ihr Foto. Sie werden berühmt werden. Oder vielleicht sogar berüchtigt, wer weiß. Sie denken, Sie sind die klügsten Typen hier in diesem Raum? Und wer wird Ihnen glauben? Ich habe einen guten Ruf. Das glaube ich nicht, Miss... Ich habe alle unsere Gespräche aufgezeichnet. Oh, See. Wir würden Sie nun gerne bitten, uns zu verlassen. Sie brauchen mich nicht zu fragen. Mein Bruder feiert nämlich gerade seine Hauseinweihungsparty. Na los. Hi, Gary hier, der Showrunner von Dramatize Me. Vielen Dank an euch Dramatizers dafür, dass ihr uns folgt und unsere Videos anschaut. Wir wissen, wie gern ihr unsere Geschichten habt. Daher freue ich mich, ankündigen zu können, dass wir einen neuen Kanal namens Lovebuster starten. Dort könnt ihr noch mehr exklusive Geschichten über Liebe und Beziehungen sehen. Also, klickt den Link in der Beschreibung, abonniert und schickt ihn an eure Freunde weiter. Alles Liebe und bis bald.